Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Besser Urlauben. Heute geht es um die Einreisebestimmung nach Deutschland. Ja, es wird ja immer verrückter mit den ganzen Einreisebestimmungen und gerade für viele ist es auch ein Problem, die einfach nicht wissen, was muss ich denn beachten, wenn ich nach Deutschland zurückfliege. Ja, dann gibt es auf einmal ein Hochinzidenzgebiet, dann gibt es auf einmal ein Virusvariantengebiet, dann gibt es ein normales Risikogebiet. Neulich in einer Facebook-Gruppe ging es um Island. Da haben Leute in Island einen Test gemacht, einen PCR-Test, weil sie dachten, sie mussten einen machen, obwohl Island überhaupt kein Risikogebiet ist. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, Benny, mach ein Video über die Einreisebestimmung nach Deutschland. Grundsätzlich gilt für alle Reisenden, die aus einem Corona-Risikogebiet nach Deutschland zurückkehren, verschärfte Einreiseregeln. Das Robert-Koch-Institut definiert drei Arten von Risikogebieten. Zum einen ist das einfache Risikogebiet. Das heißt, wenn der Inzidenzwert in einem Land innerhalb der vergangenen 7 Tage höher lag als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. So, dann gibt es noch die Hochinzidenzgebiete. Das bedeutet, dass das Gebiete sind mit einer Inzidenz, die ein Mehrfaches über derjenigen von Deutschland liegt. In der Regel aber mindestens 200 beträgt. Vereinzelt werden auch Regionen, die diesen Wert unterschreiten, wegen eines hohen Infektionsrisikos und weitere Faktoren als Hochinzidenzgebiete bezeichnet. Und dann haben wir noch drittens die Virusvariantengebiete, in denen besonders ansteckende Mutationen des Coronavirus verbreitet sind. So, das waren jetzt diese drei Arten von Risikogebieten in Kurzform. Und jetzt zeige ich euch, was ihr beachten müsst, wenn ihr aus dem jeweiligen Risikogebiet in Deutschland einreist. Also wenn ihr jetzt aus einem Risikogebiet einreist, in dem besonders hohe Inzidenzen bestehen, also ein Hochinzidenzgebiet, dann benötigt ihr vor der Einreise nach Deutschland ein negatives Testergebnis. Dies muss auf Anforderung des Beförderers, das ist zum Beispiel auch die Luftlinie, bei Abreise der zuständigen Behörden, bei Einreise oder bei polizeilicher Kontrolle vorgelegt werden. Das heißt, ihr müsst schon im Urlaub 48 Stunden vor Ausreise den Test machen. Dann haben wir noch die Einreise aus einem Virusvariantengebiet. Das heißt zum Beispiel, Deutsche bzw. in Deutschland lebende Ausländer dürfen auch weiterhin aus Virusvariantengebieten einreisen, müssen aber ebenfalls bereits bei der Einreise ein negatives Testergebnis vorlegen. Für alle anderen Personen gilt bis zum 3. März vorerst ein Einreiseverbot. Fluggesellschaften sowie Bahn-, Bus- oder Schiffsunternehmen dürfen aus den genannten Gebieten keine Personen mehr nach Deutschland befördern. Ausnahmen gibt es unter anderem für Transitpassagiere und den Warenverkehr. Nehmen wir nochmal das Beispiel Südafrika. Südafrika ist ein Virusvariantengebiet. Hatten neulich auch das Interview mit Olaf Heidke, wie denn aktuell die Situation in Südafrika ist. Ihr könnt nach Südafrika fliegen und ihr kommt auch wieder zurück. Ihr müsst halt nur gucken, mit welcher Airline. Weil bei Lufthansa ist es aktuell so, dass die aus einem Virusvariantengebiet, wie zum Beispiel Südafrika, nicht mehr nach Deutschland fliegt. Das heißt, ihr könnt aber eine andere Airline nehmen, wie zum Beispiel Qatar Airways oder die KLM, Qatar Airways über Doha, KLM über Amsterdam. So könnt ihr auch wieder zurück nach Deutschland fliegen. Also Leute mit deutschem Pass oder die hier wohnen, dürfen einreisen. Leute, die nicht in Deutschland wohnen, die hier in Deutschland Urlaub machen wollen oder andere Sachen haben, die dürfen nicht einreisen. Ganz einfach. So, und dann gibt es noch die allgemeine Einreise aus einem Risikogebiet. Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, muss nach der Einreise umgehend in Quarantäne und sich für einen Zeitraum von 10 Tagen isolieren. Die Quarantäne endet grundsätzlich frühestens 5 Tage nach der Einreise, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt. Der Test darf frühestens am 5. Tag nach Einreise durchgeführt werden, muss danach 10 Tage aufbewahrt und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorgelegt werden. Und übrigens, die Corona-Tests für Rückkehrer aus einem Risikogebiet sind nicht mehr kostenlos. Einzige Ausnahme ist Bayern, wo jeder Bürger mit festem Wohnsitz in Bayern Anspruch auf einen kostenlosen Test hat, unabhängig vom Anlass des Tests. Es gibt allerdings auch Besonderheiten, und zwar in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen und in Sachsen-Anhalt. In Baden-Württemberg ist es so, dass Menschen, die am Coronavirus erkrankt waren oder wieder genesen sind, sind von der Quarantäne und der Testpflicht bei der Einreise nach Baden-Württemberg befreit, wenn ihre Infektion mittels PCR-Test bestätigt wurde und bei ihrer Einreise mindestens 21 Tage und höchstens 6 Monate zurückliegt. Dafür braucht man auch ein ärztliches Attest. Zudem müssen sie bei Einreise symptomfrei sein. Bei Nordrhein-Westfalen ist es so, dass für Reisende, die aus einem Risikogebiet nach Nordrhein-Westfalen einreisen, gilt grundsätzlich eine 10-tägige Einreisequarantäne. Diese kann aber vermieden werden, wenn sich der Reisende 48 Stunden vor oder unmittelbar nach der Einreise einem Corona-Test unterzogen hat und das Testergebnis natürlich negativ ist. Und dazu ist ein Corona-Schnelltest ausreichend. Wer einen PCR-Test machen lässt, muss bis zum Erhalt des Ergebnisses in Quarantäne. Einreisen nach Nordrhein-Westfalen aus einem Land mit Virusvarianten können sich frühestens nach 5 Tagen durch einen negativen Corona-Test freitesten.
In Sachsen ist es so, wer aus einem ausländischen Risikogebiet nach Sachsen einreist, muss ebenfalls einen Corona-Test beim zuständigen Gesundheitsamt vorlegen. Der Test darf bei der Einreise allerdings nicht älter als 24 Stunden sein. Er kann auch bei der Einreise absolviert oder bis zu 48 Stunden danach nachgeholt werden. In Sachsen-Anhalt ist es so, dass Menschen, die am Coronavirus erkrankt waren und wieder genesen sind, sind von der Quarantäne und der Testpflicht bei der Einreise nach Sachsen-Anhalt befreit. Wenn ihre Infektion mittels PCR-Test bestätigt wurde und bei ihrer Einreise mindestens 21 Tage und höchstens 6 Monate zurückliegt. Und dazu braucht ihr auch ein ärztliches Attest. Das gleiche gilt für Menschen, die eine mindestens 14 Tage vor Einreise nach Sachsen-Anhalt vollständige abgeschlossene Schutzimpfung gegen den Coronavirus vorweisen können. Die Einreisenden müssen dann noch symptomfrei sein. Ja, das ist genau das Ding. Also deswegen mache ich auch das Video. Man blickt ja gar nicht mehr durch. Ist ja von Bundesland zu Bundesland verschieden. Und ja, ich hoffe, ich kann euch mit dem Video jetzt weiterhelfen. Weil, warum macht man das eigentlich nicht als Bundesregierung einfach einheitlich? Warum sagt man nicht, so und so ist es und dann ist gut und muss nicht noch gucken, ja, da ist es so, da ist es so. Dann hat einer geklagt, der konnte dann in Nordrhein-Westfalen, konnte der dann ohne Probleme aus dem Risikogebiet einreisen und so weiter. Das ist doch, naja, gut, egal. So, kommen wir nun zu Quarantäneregeln und Testpflichten für Rückkehrer. Nach Aufenthalt in einem Risikogebiet müssen Personen, bevor sie einreisen, grundsätzlich eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen. Wer seine Angaben in ein Portal eingibt, erhält eine Bestätigung, die er bei einer Kontrolle, zum Beispiel am Flughafen durch die Bundespolizei oder einem Grenzübergang, vorzeigen muss. Ja, und zusätzlich wird das Gesundheitsamt noch informiert, dass eine Quarantänepflicht vorliegt. Ja, dann gibt es natürlich auch Ausnahmefälle. Wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwo seid und habt mangelnde Technik oder ihr habt ein Problem mit der Website oder was auch immer, könnt ihr ein Ersatzformular ausfüllen. Das müsst ihr dann einfach per Stift ausfüllen, per Kuli und könnt es dann am Grenzübergang vorlegen. Spätestens 48 Stunden nach der Einreise muss man nachweisen, dass man bei Einreisen nicht mit dem Coronavirus infiziert war und den Nachweis auf Anforderungen der zuständigen Behörden vorlegt. Das heißt, jeder Einreisende aus einem Risikogebiet muss sich zwingend auf Corona testen lassen. Und noch eine schöne Info mit Familien mit Kindern. Kinder unter 6 Jahren sind von der Testpflicht befreit. Die müssen sich nicht testen lassen. Ja, und auf was müssen jetzt Leute achten, die aus einem Nicht-Risikogebiet einreisen? Auf gar nichts. Genau, ihr braucht weder einen PCR-Test, noch müsst ihr euch auf dieser einreiseanmeldung.de-Seite registrieren. Wobei, wir sind ja aus Uganda gekommen, der Jens, der Martin und ich. Wir sind aus Uganda gekommen. Uganda ist ein Nicht-Risikogebiet, also ist kein Risikogebiet. Genauso auch wie Ruanda. Es sind übrigens die einzigen zwei Länder in Afrika, die kein Risikogebiet sind. In Europa ist es Island. Island ist das einzige Land, was kein Risikogebiet ist. Und die Föhrerinseln, genau, die habe ich schon vergessen, sind auch kein Risikogebiet. Und trotzdem hat mich beim Grenzübergang der Polizist in Frankfurt nach der Einreiseanmeldung gefragt, obwohl ich gesagt habe, wir sind aus einem Land gekommen, was kein Risikogebiet ist. Aber ich musste dann dieses Ersatzformular ausfüllen und dann war es für ihn okay. Das heißt für mich, dass selbst Polizisten, die am Zoll oder bei der Einreise stehen, einfach nicht geschult sind, was das angeht. Einfach nicht gut genug geschult sind. Nee, er sagt mir, jeder muss ein Einreiseformular ausfüllen. Das ist falsch. Komplett falsch. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Ich habe das alles selbst recherchiert, deswegen sind diese Angaben natürlich ohne Gewähr. Und schaut am besten, wenn ihr jetzt irgendwann in den Urlaub fliegen wollt, nochmal selbst nach, wie es genau auszusehen hat oder wie die Einreisebestimmungen sind. Und ich habe das alles von offiziellen Seiten, nur es kann sich auch immer wieder was ändern. Deswegen bitte auch selbst checken, bevor ihr irgendwo hinfliegt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Besser-Urlauben-Kanal, so könnt ihr mich unterstützen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.